Als vor ziemlich genau einem Jahr der Minister für Finanzen, für Landesentwicklung, für Heimat, also ich rede von Ministerpräsident Markus Söder, als er in Kronach davon, gesprochen hat, Oberfranken Demografie fest zu gestalten mit dem Demografiezentrum, da ging es natürlich nicht darum, dass wir einen teils internationalen, nationalen Trend umdrehen können. Das wäre Hexerei, das liegt uns auch fern, das können wir nicht. Aber wir können mit dem Demografiekompetenzzentrum unter anderem auch Menschen eine Stimme verleihen, die eben für Oberfranken brennen und die es wirklich auch wert sind, nach außen getragen zu werden, wie zum Beispiel Stefan Xell. Ich glaube, sie nach außen zu tragen ist nicht mehr notwendig. Das Unternehmen strahlt weit über Oberfranken hinaus, aber es gibt immer noch Inseln in Oberfranken, die kennen wir, die kennen vielleicht auch die einen oder anderen über die Grenzen hinaus, aber das muss man noch viel lauter hinausschreien und dazu kommen wir jetzt im Zuge unserer Podiumsdiskussion. Aber zunächst möchte ich Ihnen einen Film vorstellen von einem jungen Mann, ja, der einfach mal anders gedacht hat, beziehungsweise anders denkt, und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Bitteschön. Regeln, Konventionen, Grenzen. Sie definieren unser Leben, zwingen uns in einen Rahmen, nehmen uns den Freiraum und grenzen uns ein. Klar, es gibt Dinge, die können wir nicht ändern. Den Lauf der Zeit. Die Gesetze der Physik? Vieles wird immer im Nebel liegen. Aber wieso das Grauen nicht einfach wegwischen? Wieso sollten wir aufhören, vom Fliegen zu träumen? Nur weil wir keine Flügel haben. Wieso verwenden wir viel zu selten unsere Stimme, obwohl sie unsere stärkste Waffe ist? Wieso vertrauen wir nicht unseren Ideen, nur weil sie etwas anders sind? Wieso wählen wir den bekannten Weg? Haben wir etwa Angst vor dem Unbekannten? Dem Neuen? Überschreiten wir die Grenzen? Sprengen wir den Rahmen? Wieso machen wir es uns einfach? Wieso nicht einfach anders? Ja, meine Damen und Herren, und hinter Franconia Films steht Maximilian Körner. Und den bitte ich jetzt mit auf die Bühne. Maximilian Körner, am besten mal die Kopfhörer runter tun und einfach hier Platz nehmen bei unserer Podiumsdiskussion. Das ist Ihr Applaus und ich bitte auch um Applaus. Bitte schön. Und bitte natürlich auch um Applaus für unsere Co-Vorsitzende und die oberfränkische Beauftragte sozusagen für Demografie, die Regierungspräsidentin Heidrun Piwanetz. Bitte schön. Timo Piwonski ist der geschäftsführende Gesellschafter der Iprotex GmbH mit Sitz in Münchberg, weltweit tätig. Hier sind Sie zu Hause und bitte schön, Ihr Applaus. Michael Spitzbart, meine Damen und Herren, aus Helmets, also aus Helmbrechts. Er ist der Geschäftsführer der Bleed Clothing GmbH, also ein Modelabel made in Oberfranken, aber er verkauft vor allem in die Ballungsräume. Heute ist er bei uns. Schön, dass Sie bei uns sind. Ihr Applaus. Alexander Schütz, er erkochte sich einen Stern in München, hat dann aber München hinter sich gelassen, ist zu Hause wieder im Frankenwald. Hat da den elterlichen Gasthof quasi aufgenommen, umgebaut und mittlerweile ist das eine kulinarische Insel in Oberfranken und weit darüber hinaus auch bekannt. Herzlich willkommen, Alex Schütz. Und last but not least, Wolfram Brehm, er ist der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth. Er spricht heute für nicht weniger als 49.000 Unternehmen. Herzlich willkommen, Wolfram Brehm. Zunächst, Herr Körner, wir haben gerade Ihren Film gesehen,
einfach anders mal wirklich an die Sache rangehen, anders denken. Jetzt kann ich mir das vorstellen, ich meine, ich kenne mich ein bisschen in dieser Szene aus, einer Produktionsfirma in Oberfranken, in Selb, wenn Sie selbst in München studiert haben, ist kein einfaches Unterfangen. Wie sind Sie da dazu gekommen? Ja, also es war so, dass ich habe 2010 angefangen in München zu studieren und bin 2013 fertig geworden mit dem Studium in München. Und ich habe aber während des Studiums auch mir schon immer wieder gedacht, ich möchte eigentlich in die Heimat, weil ich es hier toll finde. Ich denke, dafür muss man jetzt nicht sprechen, das haben wir gerade auch schon eindrucksvoll gehört, dass es hier einfach sagenhaft ist im Fichtelgebirge und wunderschön in Oberfranken. Und ich habe eben während des Studiums auch immer wieder versucht, hier noch Kontakte zu halten, Kontakte zu knüpfen im Landkreis oder in der Region. Und als das Studium fertig war, habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal. Verlieren kann man ja nichts. Und ja, habe mich dann hier quasi niedergelassen und angefangen, Filme zu drehen. Am Anfang noch so kleinere Clips. Dann haben wir begonnen, hier in Selb Lokalnachrichten zu machen. Also wir sind jetzt später zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt hier zur Eröffnung. Und immer wenn was los ist in der Stadt, filmen wir das und können das ja über die neuen Medien, übers Internet, Facebook ganz schnell verbreiten. Und genau, das waren so die Anfänge und das mausert sich langsam. Aber Ihren Schritt haben Sie nie bereut? Nee. Würde ich auch jederzeit wieder so machen. Super. Michael Spitzbart, in Helmets quasi beruflich jetzt aktiv. Sie akquirieren ganz, ganz fleißig Menschen aus Ballungsräumen hierher, zum Beispiel aus Hamburg haben Sie Ihre Frau mitgebracht. Und Sie akquirieren auch ehemalige Studienkollegen bzw. Oberfranken, die sich in Ballungsräumen niedergelassen haben. Sie haben ein Modelabel in Oberfranken gegründet, allerdings ist Ihre Klientel eher aus Oberfranken hinauszusehen. Letztlich, woher kommen Ihre Leute, Ihre Mitarbeiter? Also ich glaube, das weiteste Päckchen, das wir verschickt haben bis jetzt, das ging nach Neuseeland. Ob das jetzt ökologisch und nachhaltig ist, das wage ich zu bezweifeln, aber anscheinend ist der Coolness-Faktor, den wir mit Bleach schaffen, so groß, dass es auch Leute wirklich von sehr, sehr weit her interessiert, die dann bei uns letzten Endes ihre Klamotten kaufen. Wie schwer ist das oder wie hart ist das Brot in Oberfranken, ein Modelabel quasi zu generieren, erstmal zu kreieren und dann auch hier zu vermarkten? Also ich glaube, das Brot wäre überall hart gewesen, weil das Thema ist gewesen, also wir haben vor 10 Jahren schon angefangen mit nachhaltiger Mode und da waren die Strukturen in der Modeindustrie eher ausbeuterische Strukturen und es war eigentlich wahnsinnig schwierig in den ersten Jahren, weil wir einfach Pioniere waren und aus diesem Pionierstatus heraus dann auch wirklich Kunden zu gewinnen, das war schon in den ersten 5 Jahren sehr, sehr hartes Brot auf jeden Fall. Aber bei Ihnen muss man dazu sagen, Sie haben jetzt nicht einfach nur Textilien, die man überall kaufen kann, sondern bei Ihnen geht es auch um wirklich faires Handeln, um ökologische Qualität, um vegane Jeans zum Beispiel auch. Also das ist Ihr Steckenpferd, Family Business auch dazu noch. Das ist richtig. Also wir versuchen da einen sehr, sehr innovativen Ansatz zu gehen und versuchen eigentlich immer so ein bisschen den Markt zu analysieren natürlich auch, schauen, wo sind denn Löcher, die wir stopfen können, sei es jetzt, um Leder mit Kork zu ersetzen. Ich habe da auch ein bisschen was mitgebracht. Das ist eine Rinde von der Korkeiche und das ist dann der zugehörige Gürtel, den wir da draus gemacht haben. Also auch sowas funktioniert oder jetzt auch ganz neu auf den Markt gekommen, erst seit letzter Woche. Ist ein Geldbeutel aus gepresstem Altpapier. Also wir versuchen da sehr, sehr innovative Wege zu gehen und gehen eigentlich von Mode über Accessoires dann auch rein in die Sportswear. Aber Ihre Klientel, Ihre Kunden liegen in den Ballungsräumen mehr als, sage ich mal, in den ländlichen Regionen? Das ist sicherlich richtig, auf jeden Fall. Also wir verkaufen, ja, zu 50% geht unser Umsatz online und zu 50% liefern wir an Shops. Die Shops sind natürlich hauptsächlich in den Ballungsräumen. Und auch wenn man sich die Online-Statistiken anschaut, das geht natürlich schon hauptsächlich in die Ballungsräume. Aber, das ist das große Aber, das muss ich jetzt auch dazu sagen, wir haben vor 2 Jahren haben wir einen kleinen Werksverkauf in Helmrechts angefangen zu etablieren und haben noch gedacht, naja, das ist jetzt einmal ein Testballon, schauen wir mal. Und der hat wirklich Traumzuwächse jetzt verzeichnet in diesen 2 Jahren und man sieht einfach, es ist zum einen lächzt natürlich der Kunde nach sowas bei dem ganzen Internetgedöns. Und zum anderen haben wir natürlich die Nähe zur A9, was eine der wichtigsten Straßen in Deutschland ist und das bringt uns natürlich wahnsinnig viele Kunden. Super. Timo Pewonski, auch ein Textiler, aber ganz anderer Couleur. Sie stellen technische Textilien her. Sie sind beruflich niedergelassen, unter anderem in Tunesien, in Frankreich, in der Türkei. Gegenwärtig suchen Sie in Mexiko, Sie sind in China, aber Sie haben sich für den Standort Oberfranken, in dem Fall Münchberg, gleich mehrfach entschieden. Wie kam es dazu? Ja, ich habe mich 1999 selbstständig gemacht, bin Kronacher,
Und bin dann im Jahr 2001 nach Münchberg gezogen, weil dort Räumlichkeiten frei geworden sind und wir die Möglichkeit auch genutzt haben, an textiles Fachpersonal zu kommen. Und dann sind wir nach Spanegg gezogen, in den Nachbarort, und jetzt wieder nach Münchberg, auch in ein textiles Gebäude mit jahrzehntelanger Tradition. Und wir haben sozusagen zum vierten Mal Ja gesagt zur Region. Und wenn ich bei Kunden unterwegs war, kriegt man immer wieder die Frage gestellt, na, warum, Sie sind doch da in der Nähe von Tschechien, warum sind Sie denn da nicht drüber? Da habe ich gesagt, weil es bei uns einfach die besten Fachkräfte auch gibt in der Region. Und das ist heute eine große Aufgabenstellung an uns Unternehmer, auch die Fachkräfte hierher zu holen. Also der Kreis wird immer größer, vom Einzugsgebiet auch an Fachpersonal zu kommen. Aber wir haben es zu keiner Stunde bereut und ich würde es auch noch ein fünftes Mal tun. Das Thema Fachkräfte sprechen wir gleich noch einmal an. Lassen Sie mich die Runde gar zu Ende bringen. Alexander Schütz, wie darf man Sie bezeichnen? Als Gourmetkoch, als Sternekoch, als Frankenwäldler, als Rückkehrer, als Wiederherzieher, als leidenschaftlicher Oberfranker, welches Attribut oder welche Bezeichnung passt am besten auf Sie? Ich würde sagen, als Kulinarikmensch, das umschreibt es ganz einfach, weil das Thema Gourmet ist immer oft ein bisschen belastet noch, dass es steif ist, dass es so elitär ist, dass es nur einen besonderen Menschenkreis anspricht, und das will ich gerade nicht sein, gerade hier in der Region. Ich will locker sein, ich will leger sein und will eine Kulinarik anbieten, die auch für jeden irgendwo zugänglich ist. Und ja. Entschuldigung, bitte, ich wollte Sie gar nicht unterbrechen. Und der Hauptaspekt war natürlich der Familienbetrieb der Eltern, der da war. Von dem her war es für mich dann einfach auch ein bisschen einfacher, selber wenn ein gewisser Grundstein da ist, einfach da rein zu schlüpfen. Wobei, wenn man sich das anschaut, wo ich reingeschlüpft bin und was es jetzt ist, das sind schon Meilensteine eine Weile auseinander. Und die Tendenz bei uns ist ganz klar, nach vorne schauen, auch vielleicht sich noch zu vergrößern, wieder zu investieren. Und da sind wir auch mitten im Thema im Endeffekt. Das hängt natürlich auch ab von den Leuten, die hier sind. Und ich brauche für ein bestimmtes Konzept natürlich die bestimmte Klientel Menschen hier. Und da brauche ich natürlich wesentlich mehr Menschen als nur für mich in meinem kleinen Gasthof. Meine Mitarbeiter sind natürlich sehr wichtig, aber ich brauche Gäste, die zu mir kommen ins Restaurant mit dem nötigen Budget, um dann hier essen zu gehen, um hier trinken zu gehen, um hier zu übernachten und so weiter. Das ist richtig. Sie haben vor roundabout 7 Jahren den elterlichen Berghof übernommen. Sie haben wirklich hohe sechsstellige Summen investiert. Das Teil läuft, das kann ich erstmal in der laienhaften Sicht so wirklich sagen. Also mal schnell spontan zum Alex Schütz was essen, das ist nicht. Da muss man schon vorher rechtzeitig anrufen, vor allem jetzt in dieser Zeit. Nichtsdestotrotz, wie unterscheidet sich denn die Gästeschar jetzt in Oberfranken zu der in München? Sie sagen, Sie wollen locker sein, Sie wollen cool sein, Sie wollen hip sein. In München ist natürlich, wenn man sich auch ganz aktuell wieder den Michelin-Führer zur Brust nimmt, wie viele Sterne-Restaurants in Oberbayern im Zentrum von München gibt, und in Oberfranken gibt es gerade im Moment 2. Wie unterscheidet sich das Klientel? Ich sage mal so, ich habe da unten auch sehr großen Erfolg gehabt, sag ich mal, was die Bewertungen, was die Führer anbelangt. Ich war in der Top 100 der deutschen Köche. Und das war natürlich sehr toll, aber es war immer eine gewisse Skepsis, und es war eigentlich, das ist vielleicht ein bisschen konträr zu unseren Oberfranken, wie man es denkt, die Oberfranken sind mir gegenüber relativ locker, weil ich vielleicht einer von ihnen bin. Und als Heimkehrer oder einer aus der Region hat man es, denke ich, immer ein Stück weit leichter, weil viele mich auch noch von der Kindheit her kennen. Mein Vater ist Viehhändler gewesen, sehr viel rumgekommen, ich war sehr viel dabei, und man kennt mich irgendwo als den kleinen Buck mit dem Hut und mit dem Hörnler stecken. Und da ist einfach man ist viel nahbarer, und dann kann man sich mit mir ganz normal, sag ich mal, über Schäuferler unterhalten, über Rinderfilet oder was auch immer. Und diese Nahbarkeit, glaube ich, das macht es zum großen Teil aus. Und da macht es mir auch wesentlich leichter, das an den Mann zu bringen. Und es war am Anfang schon ein bisschen mein Gedanke, genau. Gastronomie in Oberfranken, viel auf dem Teller, muss gut schmecken, darf nichts kosten. Da denke ich, brennt prickelnd für mich, bin ich genau richtig. Und dann habe ich aber angefangen, sage ich mal, auch die Karte meiner Eltern erstmal zu übernehmen, auch die Preise wirklich da zu lassen, wo sie sind, und zu kochen. Und dann haben die Leute gesagt, ja, das schmeckt alles gut. Und habe aber immer mehr gemerkt, wie die Leute oder die Gäste auch das Besondere möchten. Das muss gar nicht das ausgefallene Produkt aus Neuseeland sein. Das kann ruhig das Produkt von hier sein, aber ein Koch, der es einfach neu interpretiert und was damit macht. Und dann habe ich mir erlaubt, 1, 2 Ausweise auf die Karte zu schreiben, wo halt klar war, da steht der Koch 100% dahinter, das ist meine neue Philosophie. Und die Leute haben gesagt, genau das Produkt wollen sie, und genau deswegen kommen sie nach Wattenfels. Und mittlerweile ist es soweit, dass man sowohl noch eine Currywurst für unter 10 Euro bei mir im Lokal zu jeder Zeit bekommen kann, auch im Abendservice,
Aber die Gäste wollen die raffinierte Kochkunst. Und das ist halt schön, dass man dann so angenommen wird in der Region. Also das muss ich jetzt schnell noch erzählen, diese Anekdote gestern aus München. Ich habe nämlich dann auf der Karte geschaut, was esse ich denn, hatte noch ein bisschen Zeit bis zum Zug. Also eine Gulaschsuppe für 59 war mir zu happig. Ich dachte, ach komm, Haxen von einem Spanferkel mit zwei Klöß, 16,50, pfeif, nimmst du. Also man glaubt nicht, wie klein man Klöße machen kann. Die waren auf Bröckerlau oder was? Nee, das war beim Andexer am Dom. Also das waren, die waren walnussgroß, kein Witz. Und die Haxe, da habe ich erst gedacht, ich wollte Haxe, kein Wachtel. Das war so ein kleines Stück, hat gepasst. Man will ja Mittag auch nicht so schwer essen. Aber das unterscheidet sich dann schon ganz gewaltig. Frau Pievernetz, wir hatten jetzt vier schöne Beispiele aus Oberfranken von jungen Menschen. Das darf man, glaube ich, zu Ihnen allen noch so sagen. Von jungen Menschen, die ihr Herzblut und auch wirklich unternehmerisches Risiko reingesteckt haben für Oberfranken. Wie darf man als letztlich auch Demografiebeauftragter für Oberfranken solche Beispiele werten? Ja, wir haben schon vorhin vom Herrn Gsell das Stichwort gehört, Leuchtturmbeispiele und Leuchtturmprojekte. In Ihrem Fall ist es ja auch so, dass die Stadt in ihrem Marketingfilm, der sehr gelungen ist, auch mit den Brüchen wirbt, eben auch mit Ihnen als prominentem Sohn der Stadt wirbt. Was hier aber überall zu spüren ist, auch an den anderen Beiträgen, das ist dieses auch tief empfundene Gefühl für die eigene Attraktivität. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich sehr stark geändert hat. Das ist gerade in dem Marketingfilm von Helmbrechts auch sehr beeindruckend. Der Film beginnt mit Porzellinern, die erzählt haben, wie schlimm das für sie war, als der Betrieb geschlossen hat. Und er beginnt mit einer Discofläche, wie man sie aus Saturday Night Fever, was die Älteren unter uns vielleicht noch kennen als Film, mit diesen ploppenden Discoböden. Und das gab es alles schon in Oberfranken, bevor dieser Film bekannt wurde. Das haben die Menschen alles erlebt und sie haben auch erleben müssen, dass das verloren gegangen ist. Und das, was wir hier sehen, das steht jetzt alles für ein Überwinden dieses Strukturwandels. Das heißt ja auch, die Oberfranken sind die Meister des Wandels. Und das, glaube ich, sieht man. Und insofern sind alle für sich Botschafter für Oberfranken. Und ich möchte noch, wenn ich darf, zwei Punkte ergänzen an guten Beispielen. Also zum einen muss man, sind ja die Universitäten auch vertreten, auch die Hochschule Coburg. Wir haben auch mittlerweile wirklich Bildung als Standortfaktor und es arbeiten gerade auch die Universitäten in der Technologischen Allianz Oberfranken sehr stark zusammen, und zwar mit den ganz modernen Themen, also mit der Designwirtschaft, mit vielen. Also Universität Bayreuth, gerade gestern ging es um die Polymere, neue Materialien. Es gibt kein Zukunftsthema, auf dem wir nicht unterwegs sind. Und zum kommunalen Engagement muss man sagen, wir haben jetzt ein sehr schönes Beispiel gehört aus dem Landkreis Fichtelgebirge. Letzten Samstag hat das nördliche Fichtelgebirge eine Allianz aus 9 Kommunen 10-jähriges Bestehen gefeiert. Und da gibt es jetzt auch Phänomene, die so vorher nie denkbar waren. Nämlich die Kommunen werben in einem gemeinsamen Immobilienfonds Fördermittel ein. Und die Kommune, die gerade das geeignete Projekt hat, unterstützt aus dem gemeinsamen Topf in Kommune A das Projekt. Und man ist wirklich bei der Einstellung, wenn ich es nicht haben kann, ich hätte es schon am liebsten, dann soll es aber B kriegen und es soll aber auf jeden Fall in der Region bleiben, weil so bleibt es für mich auch noch eine Win-Win-Situation. Und so kann man jetzt mittlerweile wirklich feststellen, dass Netzwerke, das Aufeinanderzugehen nicht nur so eine schöne Überschrift ist, sondern wirklich
gelebt wird. Und das finde ich echt mutmachend. Absolut. Und auch dieser Hashtag, es geht nur gemeinsam, das ist nicht nur einfach eine Plattitüde, sondern das spiegelt sich auch letztlich wieder im gemeinsamen Auftritt von ganz Oberfranken jetzt in roundabout 2 Monaten auf der Grünen Woche in Berlin. 9 Landkreise, 4 kreisfreie Städte im absoluten Schulterschluss. Also nicht nur die Tourismusvereinigungen, sondern wirklich auch tatsächlich die, ich sag mal, kommunalen Oberhäupter haben sich da auf eine Allianz verständigt, die es in dieser Form vor kurzem, würde ich mir fast schon sagen, noch gar nicht gegeben hätte. Wolfram Brehm, als, sage ich mal, das Sprachrohr jetzt der oberfränkischen Wirtschaft seitens der IHK für Oberfranken Bayreuth. Wenn man jetzt diese jungen Menschen hört, die schaffen Arbeitsplätze, die haben eine ganz andere Unternehmerkultur, als es vielleicht noch vor 20 Jahren war. Und Worte wie, ich sag mal, Flexibilität, wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die sind mittlerweile allgegenwärtig. Das hätte vor gar nicht allzu langer Zeit ein, ich sag mal, Bewerbungsgespräch relativ rasch beendet. Welche Kultur hat sich denn letztlich auch da in Oberfranken breit gemacht und wie hat sich das verändert? Ich denke, dass in den beiden Vorträgen, die wir vorhin schon gehört haben, die Kernworte gefallen sind. Das eine ist natürlich Image- und Fachkräftesicherung. Was mir auffällt in den letzten Jahren, und ich bin jetzt auch schon seit 20 Jahren dabei, der große Unterschied ist, dass alle Oberfranken aufmachen. Früher haben sie sich alle verschlossen, heute machen sie auf. Jeder Einzelne macht auf, die Betriebe machen auf, natürlich, weil sie Fachkräfte suchen. Die Hochschulen machen auf, sie arbeiten gemeinsam, sie arbeiten zusammen, es gibt Netzwerke. Und das alles verbunden mit einem Image, das sich aus meiner Sicht wirklich dramatisch zum Positiven gewandelt hat. Wir werden eben nicht mehr wahrgenommen als die Katzendreckregion, wo es zweistellige Arbeitslosenzahlen gibt, ja, sondern es ist die Region des Aufbruchs. Und da helfen alle mit, die Unternehmer, die Verwaltungen, die innovativen Unternehmerpersönlichkeiten, die hier im Raum sind, aber auch die vielen in der Region, aber eben auch alle anderen in der Region. Jeder Einzelne kann da seinen Teil beitragen. Und natürlich ist es so, dass durch die Tatsache, dass wir eben nicht mehr zweistellige Arbeitslosenzahlen haben, sondern in Bamberg 1,9, glaube ich, oder 1,8 im Landkreis Vollbeschäftigung haben. Da ist natürlich auch der Druck auf die Unternehmen da, flexibler auf die potenziellen Mitarbeiter zuzugehen als früher. Und das eröffnet natürlich Chancen und Möglichkeiten. Und ich sage dem Flexiblen, und zwar auf beiden Seiten, gehört die Zukunft. Absolut. Und es ist natürlich auch nicht nur das Herzblut, glaube ich, für die Region notwendig. Das ist die eine Komponente, absolut wichtig, Herr Körner, dass man sich erstmal für die Region hier entscheidet. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch konkurrenzfähig sein. Jetzt frage ich mal ganz platt, ist die Region hier für Sie sogar vorteilhaft, weil die Preise, um hier tätig zu sein, unternehmerisch, sind ja trotzdem andere als zum Beispiel einem Ballungsraum. Und dank digitaler Vernetzung, also einer digitalen Infrastruktur, ist man ja trotzdem angebunden. Oder liegt man da noch ein bisschen weit weg davon? Genau, ja. Also es ist so, ich habe jetzt letzte Woche spaßeshalber, weil ich eben auch davon gehört habe, von dem vorhin genannten Beispiel mit dem sehr teuren Wohnhaus in München, mal hochgerechnet, was müsste ich denn für mein neues Studio, das ich jetzt seit diesem Jahr habe, in München zahlen. Und ich bin ungefähr, ich glaube, in München würde mich das ungefähr das 20-fache kosten, mit allen Kosten, könnte ich mir niemals leisten. Und das wäre natürlich, dieses Studio ist eine wahnsinnige Hilfe für mich, gerade jetzt am Anfang, hier Fuß zu fassen. Und das unterstützt mich natürlich extrem bei dem Ganzen. Und auch jetzt mit dem schnelleren Internet, das habe ich gemerkt, vor knapp 3 Jahren war hier noch nicht das Internet so gut erschlossen. Das hat sich dann irgendwann über Nacht geändert. Und vorher war es halt so, wenn wir unsere Berichte hochgeladen haben, war das so 8-Stunden-Event die Nacht über. Ich hatte den PC bei mir im Zimmer, ich konnte dann immer nicht besonders gut schlafen in der Zeit. Und jetzt mittlerweile drücke ich auf den Knopf und 4 Minuten später ist der ganze Bericht online. Also auch das Internet kommt mir jetzt da sehr zum Vorteil. Also quasi Wettbewerbsvorteil Oberfranken, nicht nur Herzblut. Ja, das auch auf jeden Fall. Herr Piewonski, die Textilbranche ist ja auch nicht gerade eine Goldgrube, sage ich mal ketzerisch. Inwiefern macht Sie denn der Standort Münchberg, wo Sie Ihr ganzes Know-how haben, also die Denkzentrale, inwiefern macht Sie das wettbewerbsfähiger? Wettbewerbsfähiger dahingehend, dass wir natürlich direkt die Fachhochschule in Münchberg vor der Haustür haben. Und Sie haben vorhin den Begriff Aufmachen erwähnt. Ich glaube, das ist heute wirklich eine Trendwende, die in den letzten Jahren vollzogen worden ist. Das Aufmachen eben ja, in Richtung Netzwerken. Und wir machen das, wir betreiben das sehr aktiv mit unterschiedlichsten Unternehmen in der Region, ob das jetzt im Textilbereich ist oder im Bereich der Kunststofftechnik oder Metalltechnik.
Und am Ende macht es letztendlich auch die Fachhochschule in der Region, die eben auch jetzt mit dem Fraunhofer-Institut natürlich auch bahnbrechende Entwicklungen voranbringen wird und vorantreiben wird, die dann letztendlich auch uns als Textile unterstützen werden und auch unseren Standort nochmal mit Sicherheit von der Wertigkeit nochmal in eine andere Ebene heben werden. Also dann trotzdem auch die Wissenschaft, die außeruniversitären Einrichtungen letztlich mit. Und Herr Spitzbart, wir haben ja auch telefoniert, Sie setzen ja da auch schon einen Fokus mit drauf, zum Beispiel auf das digitale Gründerzentrum. Also die Peripherie, die scheint auch hier zu passen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also die Sache ist natürlich die, du musst natürlich die Leute schon sehr, sehr früh abgreifen, nicht, dass die hier verschwinden. Da ist es im Bereich Gründung natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Gründer nicht abhauen in die Großstädte, in die Metropolen, sondern hier bleiben und sich wirklich hier auch trauen und auch verstehen, dass sie hier wirklich Raum haben für die kreative Entfaltung und auch kostentechnisch auf einem ganz anderen Rahmen sich entwickeln können. Und also ich glaube, da hat Oberfranken größtes Potenzial, definitiv. Sie haben Ihre Fachkräfte letztlich auch aus den Metropolen wieder zurückgeholt. Ich sage mal so, fehlt denen was jetzt hier? Wie ist das Feedback? Nee, das Feedback ist eigentlich durchaus gut. Also ich könnte definitiv in meinem Bereich jetzt nicht behaupten, dass wir jetzt einen Fachkräftemangel haben. Also klar, da hilft uns natürlich auch die Hochschule in Münchberg, auf der ich selber studiert habe. Man muss auf jeden Fall sagen, die Leute, die wir jetzt von der Ferne aus holen, denen fehlt hier definitiv nichts. Die meisten sind halt um die 30, Mitte 30, haben jetzt gerade eine Familie gegründet, sehen wirklich keine Perspektive mehr in der Großstadt, gerade wenn es dann um Häusle bauen und solche Geschichten geht. Ja, und da kram ich natürlich auch in meiner Vergangenheit. Wen hast du als Studienkollegen gehabt und so weiter? Wer ist da damals irgendwie sportlich oder so über den Weg gelaufen? Schreib die mal über Facebook an und schau mal, wie ist denn zurzeit so in München? Und so, ich würde eigentlich schon gern wieder zurück. Ich sage, wie schaut es denn aus? Wir hätten da was. Ja, super. Und das funktioniert tatsächlich. Ja, absolut. Also klasse. Alexander Schütz, ihr habt einen Familienbetrieb letztlich. Da helfen alle noch mit zusammen. Aber die Gäste, die kommen, wie gesagt, aus ganz unterschiedlichen Regionen. Nicht nur aus der Region Oberfranken oder aus dem Umkreis des Frankenwaldes, sondern eben auch aus ganz Deutschland, zum Teil auch international. Die kommen ja nicht direkt nur zum Essen und fahren dann wieder, was weiß ich, nach Frankfurt am Main, sondern die schauen sich auch die Region an. Welches Gefühl spiegelt sich da wieder? Was nimmt man da als Koch, als Chef die Cuisine auf? Ja, ich glaube, wir haben da sehr großes Potenzial, gerade weil du auch sagst, dass die Leute nicht nur aus der Region kommen. Also was ich für mich gemerkt habe, obwohl ich ja etwas weiter von der A9 weg bin, also es sind doch, glaube ich, knapp 15 Kilometer, durch meinen Bekanntheitsgrad hat sich da so ein kleiner Tourismus entwickelt, und zwar, wenn die Leute von oben nach unten, also sprich von Hamburg, Küste, irgendwo zum Südtirol zum Skifahren gehen, beziehungsweise andersrum, wenn die von unten nach oben müssen, aus irgendwelchen Gründen, nimmt man mich in der Mitte gern als Halbzeit wahr, und dann fährt man da raus, fährt hin, isst abends schön, isst ein Menü, trinkt ein Gläschen Wein, übernachtet eine Nacht und fährt dann eben am nächsten Tag weiter. Und das hat sich so etabliert in den letzten 6-7 Jahren, wo ich jetzt hier bin, dass die Geschäftsleute oft da waren oder auch oft gesagt haben, okay, wir kommen mal mit meiner Frau her, und mit der Frau ist es dann das verlängerte Wochenende. Es geht ja gar nicht darum, glaube ich, also ich sehe nette Perspektive, dass ich den Touristen hier für 2 Wochen festnagel, wie auf irgendwelchen Südseeinseln. Für mich geht es vielmehr darum, da die Zeit vorhanden ist, da das Geld vorhanden ist, die verlängerten Wochenenden, die 2, 3, 4 Tagestrips zu machen. Und da schaffen wir es, ich sage mal, x-fach diese Tage zu belegen, wenn ich mich in Oberfranken umschaue, was wir alles haben über Festspielorte und so weiter und so fort. Und das, denke ich, muss das Ziel sein für die Zukunft, da in dieser Tourismussache vielleicht ein bisschen Fuß zu fassen. Gibt es denn auch Kritikpunkte, die weitergegeben werden seitens der Touristen, seitens der Gäste? Jetzt nicht, dass es nicht schmeckt, sondern dass ihnen irgendwas in Oberfranken nicht taugt. Eigentlich weniger. Also die man muss ja immer so sehen, auch der, wo hierher kommt, hat ja eine Vorstellung. Der, wo hierher kommt, kommt nicht hierher, weil er wie in München alle 5 Sekunden in eine U-Bahn steigen will. Immer salopp gesagt, der kommt hierher, weil er die Natur will, weil er aufs Land will, weil er eine Landküche haben will, weil er unser Land kennenlernen will. Und die vermissen eigentlich diese Sachen gar nicht, was wir denken würden. Und da müssen wir, glaube ich, selber ein bisschen umdenken und nicht unser Licht unterm Scheffel stellen, sondern sagen, wir haben tolle Produkte und das sind wir. Und die Leute werden diese Produkte auch nutzen. Die werden die anderen gar nicht vermissen bei uns. Absolut, und ein Tod dem Stereotypen Meinungen von einst. Frau Pivernetz, Sie sind eine
Meisterin und auch eine Verfechterin der Vernetzung, um auch die Stärken zu bündeln. In Oberfranken gibt es ganz viele Initiativen, es gibt auch schon ganz viele Vernetzungen in dieser Form. Auf welchem Stand sind wir da? Wo kann man uns gegenwärtig einordnen in dieser Richtung? Ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Stand sind. Vielleicht könnten wir an der einen oder anderen Stelle noch mehr vom Kunden her denken. Mir hat sehr gut gefallen an der Vorstellung der Willkommensagentur Fichtelgebirge ist, wo man die Leute treffen will. An Weihnachten, auf den Wiesenfesten und so weiter. Ich glaube, wir wären manchmal noch stärker. Sie haben jetzt geschildert, Sie haben Fördergelder für eine zusätzliche Person für 3 Jahre. Wenn wir noch stärker arbeitsteilig vorgehen würden, dann hätten wir plötzlich 100 gemeinsame. Der eine besucht die Wiesenfeste, der andere organisiert den Stammtisch. Und ich denke, dass das auch bei den Fachkräften für uns wirklich noch ein Thema wäre, dass wir diese ganz leicht erreichbaren Plattformen finden. Also für jemanden, den wir aus Hamburg gewinnen wollen, ist es vielleicht schon ein bisschen tricky rauszufinden, wo endet das Fichtelgebirge und wo fängt der Frankenwald an. Also ich verstehe natürlich, dass die Kommunen sozusagen aus ihrer Perspektive heraus die Werbung betreiben, aber ich glaube, da haben wir noch etwas Potenzial für Leute, die noch keine Vorstellung haben, die wir sozusagen für unsere Generation begeistern wollen. Und ich möchte noch mal aufgreifen, in dem Vergleich zu den Ballungsräumen haben wir oft einen Automatismus im Denken, der es schwieriger für uns macht. Wenn ich eine Arbeitskraft für Helmbrechts gewinnen will, für Münchberg, dann kann ich der Arbeitskraft gegenüber nie argumentieren, sie wird in Münchberg alles finden oder in Helmbrecht. Das sind schöne Städte, aber das geht, also dann müsste es schon ein sehr spezieller Mensch sein. Wenn wir stärker in Zeit denken, ja wirklich, ein Ballungsraummensch denkt in Zeit. Ich habe auch lange in München gelebt. Da schreibt man sich selbstverständlich für ganz München zu, was es dort gibt, selbst wenn man auch mit der U-Bahn eine Stunde dahin braucht. Wenn wir um Wartenfels, Sie haben es ja gesagt, wenn man da eine Stunde Zeitradius sieht, haben wir Sportangebote, Champions League, Basketball und was weiß ich. Wir haben Festspiele von Weltgeltung. Wir haben alles an Landschaft, wir haben Seen, wir haben Berge, wir haben Klettern. Wir dürfen nur immer nicht meinen, wir müssen es an dem sozusagen in der kleinen örtlichen Gemeindegrenze realisieren. Und das meinte ich auch, wenn man so ein bisschen vom Kunden her denkt, dann wird man selbstverständlich werben mit, Sie werden werben mit Bayreuth und mit Bamberg und mit allen Naturschönheiten um sich herum. Und das, glaube ich, könnten wir noch etwas offensiver tun. Und dann erledigt sich das mit den Ballungsraum vergleichen ohne weiteres, weil bei uns komme ich dann nämlich an den See, mit dem ich werbe, und wenn dort 15 Parkplätze sind, dann ist davon auf jeden Fall einer frei. Ich zahle nicht 5 Euro, um dort überhaupt stehen zu dürfen, eine Stunde. Also da spricht dann sowieso alles für uns. Absolut. München Odeonsplatz, 12 Euro die Stunde. Wolfram Brehm, die Vernetzungen, die Kooperationen, die Zusammenschlüsse, wir sind ja zum Teil auch selbst schon in Kooperationen tätig. Ich verkürze es mal, neues IHK-Präsidium, neue Präsidentin, neuer Schwung oder Festhalten an Bewährten, Ausbauen an Bewährten, wo geht die Richtung hin? Es geht auf jeden Fall nach vorne. Ich muss zunächst sagen, dass die Frau Regierungspräsidentin mir aus der Seele gesprochen hat, weil sie eigentlich genau den Punkt angesprochen hat, der auch uns wichtig ist. Es kann ja keiner alleine Oberfranken retten, sondern wir schaffen es nur gemeinsam, wie du auch gesagt hast.
Und ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass man auf der Basis der kommunalen Einrichtungen die PS auf die Straße bringt. Ich finde es klasse, dass man im Fichtelgebirge Kümmerer hat, die Leute bei der Hand nehmen. Und wenn das im Fichtelgebirge eben so ist und im Landkreis Kulmbach, aus dem ich komme, jetzt eben man mit Broschüren arbeitet, dann ist es ein gesunder Wettbewerb. Aber die Frau Regierungspräsidentin hat recht, wir müssen überregional uns so zusammenschließen und vernetzen, dass wir wahrnehmbar sind. Und ich glaube eben auch, dass es nicht funktionieren wird, wenn einzelne Teilregionen alleine auftreten, sondern wir brauchen, und da schaue ich den Herrn Kober an, weil das ist eigentlich sein Part, wir brauchen ein gemeinsames Ziel, an dem wir uns ausrichten, und dann soll jeder auf dieses Ziel mit den Maßnahmen arbeiten, die er für richtig hält, aber wir müssen das gleiche Ziel haben. Und dann, glaube ich, kommen wir auch gemeinsam gut voran. Richtig. Und wenn ich mir die Unternehmer hier anschaue, die wirklich alle auch mit dem Begriff Heimat, mit dem Begriff Oberfranken arbeiten, und wenn ich mir Wolfram Brehm anschaue, der für die IHK für Oberfranken Bayreuth spricht, mit 49.000 Unternehmen, der Thomas Koller war mit im Raum, das ist die Handwerkskammer für Oberfranken, 16.000 Handwerksbetriebe. Wir haben auch noch eine IHK zu Coburg mit rund 9.000 Unternehmen. Wenn man sich diese geballte Power mal anschaut, was da für ein, ich sag's mal so, Bums dahinter steckt, für Unternehmen, die alle auf ihren Seiten auch irgendwo ein Stück weit Oberfranken in sich tragen. Ich glaube, das ist eine Wucht, die da dahinter steht, die man überhaupt nicht in Worte fassen kann momentan. Und wo wir schon noch Luft nach oben haben, Herr Spitzbart. Sie haben ja auch auf Ihrer Homepage wirklich fantastische Bilder mit tollen Shootings, hübschen Models, keine Frage, mit tollen Klamotten. Und Ihre Shootings, da erkennt der Kenner, sage ich mal, den Ochsenkopf, denn im Hintergrund sieht man den Sendemast. Und trotzdem könnte man meinen, das ist Kanada oder weiß ich, irgendwo Indian Summer, sonst wo das. Also da Oberfranken schon mit dem Label tragen. Definitiv, also das ist für uns natürlich auch eine Herzensangelegenheit, unsere Gegend oder Region in dem richtigen Licht darzustellen und einfach auch zu zeigen, dass man hier nicht weg muss und dass du hier auch echtes Kanada-Feeling haben kannst. Ohne jetzt, keine Ahnung, wie viel Stunden fliegen zu müssen oder im Stau rumzustehen Richtung Alpen, das kennen wir ja alle zwischen München und den Alpen. Auf der anderen Seite, ich möchte noch mal ganz kurz diesen Spruch aufgreifen, an die Hand nehmen. Das finde ich nämlich, das ist eine ganz, ganz wichtige Verantwortung, die wir alle haben, vor allem die ganzen Unternehmer. Ich habe das jetzt privat gemacht, ich mache es aber auch geschäftlich, ständig. Wenn zu uns neue Leute kommen, sei es auch nur Praktikanten, die für 3-4 Monate bei uns im Unternehmen sind. Das ist ganz wichtig. Wir machen da so eine Art ja, Firmen-Events, Wandertage kann man auch sagen, wie man es früher auf der Schule gehabt hat. Und ich habe da halt so meine Highlights, was weiß ich, in meinem Sonnenuntergang am Waldstein, solche Geschichten. Lass mich da natürlich auch schon ein bisschen von den Leuten inspirieren, was machen die für Sportarten und so weiter. Das sind ja Kletterer dabei bei uns, Mountainbiker und so weiter. Und die sind total hin und weg, auch wenn die von, keine Ahnung, wir haben ja Praktikanten aus Paris auch schon gehabt, die gesagt haben, was geht denn hier ab? Und du hast hier wahnsinnig viele Möglichkeiten und kannst die Leute auch wirklich abholen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von uns allen, die Leute, die Oberfranken noch nicht kennen, wirklich abzuholen und denen die Region auch zu zeigen. Also das ist wirklich die verdammte Pflicht und Schuldigkeit von jedem von uns. Absolut. Ihr Applaus können wir nur unterstützen. Der Maximilian Körner, der hat sich ja auch dem Fichtelgebirge verschrieben. Ich glaube, das darf ich so sagen. Und er verfilmt zum Beispiel auch die Sagenwelt des Fichtelgebirges, also auch wirklich ein visuelles Stück Heimat, das es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Also auch letztlich ein Aushängeschild für die Region mit, gell, Herr Körner? Genau, ja, da kann ich das an die Hand nehmen, von dem gerade gesprochen wurde, auch aufgreifen. Also es ist so, wir haben eine Serie, wo eine Protagonistin den Zuschauer eben an der Hand nimmt und durch unsere Region bringt. Es geht ganz grob um ein Mädchen, die ein verzaubertes Sagenbuch bekommt und dann im mittelalterlichen Fichtelgebirge landet. Und um wieder in ihre Zeit zurückzukommen, erlebt sie die Sagenwelt des Fichtelgebirges und muss den Kampf gegen böse Mächte aufnehmen. Und eben gemeinsam mit diesem Mädchen, die auch neu in die Region gezogen ist, entdeckt auch der Zuschauer die Region. Zusätzlich zu dem Zuschauer haben auch meine Produktionskollegen, die für die Produktion hergekommen sind, die Region mitentdeckt. Also wir hatten dann ein großes Team aus Österreich, die hierher gekommen sind und mehrmals 3-4 Wochen hier auch gewohnt haben in Ferienwohnungen. Und tatsächlich hat mich am Ende von einer Drehphase, haben mich dann 1-2 angesprochen, wie denn die Immobilien hier preislich sind, weil es denen wirklich so gut gefallen hat. Und also die kommen eigentlich aus Wien. Und die hatten sich da nochmal überlegt, ob sie vielleicht irgendwann mal wieder herkommen. Und genau.
Also auf jeden Fall auch Heimat, Heimat, Heimat. Herr Piwonski, das ist natürlich auf Ihrer Homepage ein bisschen schwierig. Sie sind dreisprachig, Sie haben Französisch, Sie haben Englisch, Sie haben Deutsch. Sie stellen technische Textilien her. Das ist jetzt wenig Emotionales, sondern das ist, das braucht man halt im Auto zum Beispiel, in der Raumfahrt etc. Das ist Ihr Klientel. Nichtsdestotrotz, Sie können sich natürlich in Ihrem Geschäftsbetrieb jetzt wenig damit befassen, die Heimat auf Ihrer Internetseite zu publizieren. Nichtsdestotrotz, wenn es ein Modul gäbe, bereitgestellt werden würde, sagt man noch nicht von wem, aber es würde was geben, was letztlich auch die Region darstellt. Würden Sie sowas mit auf die Seite mitnehmen, mit zum Verlinken, oder wäre das deplatziert? Absolut, also wir sind ja auch im Zulieferverband Ofraka sehr stark eingebunden und auch tätig. Auch in der Wirtschaftsregion Hochfranken ist auch ein Thema, was wir gerne mit betreuen und behandeln. Selbstverständlich. Also ich denke, das Kirchturmdenken ist abgeschafft in der Region. Ich glaube, die Vernetzung der einzelnen Landkreise, Bürgermeister, Kommunen etc., das hat sich deutlich gewandelt. Und wenn es ein solches Modul gibt, ist das im Grunde genommen eine willkommene Geschichte, die man auf jeden Fall nutzen muss. Weil wenn wir jetzt im Dialog mit den Kunden, das sind alles im Dialog mit den Kunden unterwegs sind. Das sind alles Weltkonzerne. Und da ist also schon die Spannung auch da, ja, die man erzeugt. Wo kommen denn diese Produkte her? Mhm. Und wir leben ja nicht auf Bäumen. Ja? Also das heißt, wir stehen ja auch mit unseren Produkten im globalen Wettbewerb. Und da konnten wir uns in der Vergangenheit sehr, sehr gut behaupten. Und ich glaube, das muss weiter letztendlich nach außen gekehrt werden. Und eben öffnen, aufmachen, das ist aus meiner Sicht das essentielle Thema. Alex Schütz, also auch hier vernetzen, mit auch auf Unternehmerebene letztlich? Auf alle Fälle, also ich merke auch immer mehr, dass viele Kollegen, wenn ich mal von meinem Netzwerk, von meinen Kollegen spreche, sehr oft zu mir kommen und die schauen, warum hat denn das einer geschafft oder ich sag mal, dann ist manchmal so, der Prophet im eigenen Land zählt nichts, aber ich komme von weiter her, da wird wieder anders drauf gehört. Und warum schafft denn der in Wattenfels es zu schaffen, ein Lokal an einem Mittwoch, Donnerstagabend voll zu kriegen? Wo wir alle Gastronomen immer, Samstag, Sonntag ist ja kein Problem, aber Mittwoch, Donnerstagabend das Ding voll zu machen. Also meine Damen und Herren, das Lokal hat nicht nur 4 Sitzplätze, gell? Das ist schon richtig groß. 50. und das ist eben das Schöne, und dann kommen viele Kollegen und ich sehe das eigentlich wirklich... Wie soll ich sagen, ich sehe sportlich und ich lebe oder ich werde besser durch den Konkurrenzkampf und ich gehe am Abend, also das habe ich mir einfach zur Pflicht gemacht aus meiner Zeit von früher, wenn ich abends mit meinen Hauptgängen fertig bin, also wenn alle Tische ihren Hauptgang haben, übernimmt meine Mutter in der Patisserie die ganzen Süßspeisen, die Verantwortung in der Küche mit meinen Lehrlingen, ich bin ein sehr starker Lehrlingsbetrieb, ich bilde sehr viel aus und dann gehe ich raus zu meinen Gästen, ich ziehe mir meine neue Kochjacke an, das ist nicht nach Pommes riech, das ist ganz von Vorteil. Und dann kommt man mit den Gästen ins Gespräch und dann eben auch mit den Kollegen. Und die Kollegen fragen oft, wieso, warum, weshalb. Und dann versuche ich schon, man kann das nicht 1:1 kopieren oder auf einen anderen Betrieb legen. Aber einfach die Kollegen mal ein bisschen aufzuwecken und zu sagen, ja, aber versucht es doch mal mit der Richtung oder traut euch mal eine Spezialität auf die Karte zu nehmen. Dann ist die eben nach 5 Portionen vergriffen, wenn es die Zickleinleber ist. Da gibt es halt nicht so viel vom Zicklein, ist nicht viel Leber. Und wenn es vergriffen ist, ist es vergriffen. Das ist ja eigentlich das beste Zeugnis, dass wenn was aus ist, dass was frisch gekocht wird. Oder vorhin, wie du ja so schön gesagt hast, ich werde oft, gerade am Anfang ist es oft so gewesen, dass sie zu mir gesagt haben, die Gäste, ja Herr Schütz, also es ist eins schon mal Frechheit, dass wir hier in Oberfranken einen Tisch reservieren müssen. Wir kommen spontan. Dann habe ich gesagt, das tut mir leid, das ist ja, also mich freut ja, dass das Lokal voll ist. Jetzt wollen wir reservieren, aber jetzt haben sie keinen Platz mehr, wo wir reservieren können. Und dann habe ich wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr mir größte Gedanken gemacht am Telefon, wie soll ich denn, man soll ja immer freundlich sein, aber was soll ich denn sagen? Wenn ich keinen Platz habe, habe ich keinen Platz, auf den Schoß setzen geht halt nicht. Ach ja. Und habe ein halbes, dreiviertel Jahr überlegt, was ich sagen wollte. Und nach einem Dreivierteljahr bin ich draufgekommen und dann haben sie schimpfen angefangen und ich habe mich entschuldigt, dass ich keinen Platz habe. Und dann habe ich gesagt, aber wissen Sie, eigentlich ist es das beste Kompliment für mich, wenn mein Lokal voll ist. Und das macht mich nicht ja unglaublich stolz, dass ich es geschafft habe, in Franken mittendrin, also in Wattenfels, man sagt ja immer bei uns Paris, New York, Wattenfels. Der Weg ist das Ziel, ne? Aber da mit so ein bisschen Suffisanz und mit dem gleichen Gelächter wie heute, da kriegt man die Leute dann in seinen Bann und sagt, ja, der macht einen guten Job, das ist Qualität, das ist Handwerk bei uns aus der Region und da sehe ich gerne einen Tisch 4 Wochen vorher und es ist cool, also es funktioniert. Wolfram Brehm, haben wir einen Arbeitsauftrag, letztlich dann auch Module mitzuschaffen, die man auch den Unternehmern für ihre Online-Präsenz mit an die Hand geben könnte.
letztlich dann auch, um für Oberfranken konzentriert zu werben oder irgendwo alles, sage ich mal, intermedial zusammenlaufen zu lassen? Die Frage überrascht mich jetzt. Nein, glaube ich nicht. Frank Ebert und ich waren nämlich letzte Woche zusammengesessen und haben uns genau darüber unterhalten. Und wir haben im Prinzip natürlich vorbehaltlich der Zustimmung unserer Gremien vereinbart, dass wir Anfang nächsten Jahres eine gemeinsame Kampagne machen wollen, um gerade dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Logo, das da oben ist, dieses Oberfranken-Logo, diese Marke, dieses Image, dieses Aufmachen, ja, auch zu verkaufen, auch dafür zu werben, dass unsere Unternehmen es mit als Marke nutzen auf ihren Homepages, auf ihren Außendarstellungen. Ich glaube, da können wir mit dem großen Netzwerk, das wir eben mitbringen, in der Unternehmerschaft sehr wohl beitragen. Aber machen wir uns nichts vor, wir stehen im Wettbewerb mit ganz, ganz vielen Regionen in ganz Deutschland. Fachkräfte suchen sie überall und es ist wahrscheinlich auch überall schön. Und jeder, wenn man ihn fragt, sagt, es ist, bei mir ist es am schönsten. Ich glaube, wir können nur dann bestehen, wenn wir schaffen, dass bei uns eben 1+1 mehr als 2 ist. Also dieses Gemeinsame, dieses Netzwerken, dieses gemeinsame Arbeiten. Und weil ja der Titel ist, warum nicht Großstadt, sondern Oberfranken, möchte ich schon darauf hinweisen. Wir haben jetzt heute von der Frankenpost aus Magrebitz eine Anfrage bekommen, weil mal wieder jemand ermittelt hat, dass man in München mehr verdient als in Oberfranken. Ach nee. Das ist völlig überraschend. Und wir haben dann halt brav Stellung genommen und haben darauf hingewiesen, es gibt hier so einen regionalen Preisindex. Und nach dem regionalen Preisindex liegt Oberfranken 7% unter dem Durchschnitt und Oberbayern 9% über dem Durchschnitt. Das heißt, es gibt 16% Unterschied zwischen Oberfranken und Oberbayern. Und München ist ja noch mal teurer. Jetzt behaupte ich einfach mal, wir sind im Prinzip gleiches Preisniveau, nur bei uns spart man sich die Mehrwertsteuer. Ja, also es ist einfach günstiger, das gehört dazu und das können wir auch durchaus offensiv mitvermarkten. Der Kampf der Regionen, letztlich befinden wir uns im Wettbewerb, das ist richtig. Und wenn ich die letzten Worte noch mal an unsere Mitvorsitzende Heidrun Pievernetz richten darf, denn wenn ich das so sagen darf, Frau Regierungspräsidentin, ich habe Sie kennengelernt als Leiterin der Bayerischen Vertretung, damals, als ich Oberfranken nämlich bei den Open Days quasi bei den europäischen Regionen präsentiert hat. Da war Heidrun Pievernetz die Leiterin der Bayerischen Vertretung in Brüssel und heute ist sie die Regierungspräsidentin von Oberfranken. Aber wenn man das jetzt mal so diesen Esprit mitnimmt, der in Oberfranken mittlerweile vorherrscht, also Zukunftsangst vor oder Angst vor künftigen Präsentationen und Vergleichen muss man wirklich nicht haben. Nein, und ich glaube, wir leben ja im Zeitalter der Digitalisierung und man kann allenthalben hören, dass in diesem bei der digitalen Transformation macht Kreativität den Unterschied. Und am Schluss Storytelling. Sie haben es ja auch rausgestellt. Sie brauchen eine Philosophie, die den Kunden anspricht. Und am Schluss sozusagen muss ihr Angebot stimmen, aber die Leute, die sich nach Weißenstadt aufmachen, suchen etwas ganz Bestimmtes. Und das Schöne ist, dass wir diese Geschichten mittlerweile schreiben mit also Unternehmern auch wie Ihnen, mit Köchen, die in New York und Paris sein könnten und in Wartenfeld sind. Aber auch wenn ich denke, wir haben ein Tropenhaus Eden, das ist mittlerweile eines der erfolgreichsten touristischen Ziele. Wir vermarkten Hochlandrinder. Also lauter Dinge, die man eigentlich nicht bei uns vermuten würde und das aber so pfiffig und das, glaube ich, teilt sich immer mehr mit, am Schluss muss es cool sein, bei uns zu wohnen, alles andere argumentieren wir drumherum und ich glaube, in diesem Geist, wenn wir da gemeinsam unterwegs sind, einfach open-minded und das also nimmt man ja hier überall wahr, dann werden wir das auch schaffen. Vielen Dank. Dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Diskutierenden hier auf dem Podium und meine Damen und Herren, ich darf Ihnen auch ans Herz geben, es geht natürlich nicht nur um Demografie-Kompetenzzentrum, darum, sage ich mal, Visionären und Machern eine Plattform zu geben, sondern es geht auch um ganz konkrete Projekte. Wir arbeiten gegenwärtig an einer digitalen Nahversorgung. Wir sind an einem automatisierten ÖPNV mit dran. Es geht auch um die Plattform für die Jugend. Das wird es auch 2018 geben. Also es wird viele Projekte geben, jetzt in der ganz konkreten Umsetzung, aber wenn man sowas hört, muss man sich wirklich keine Gedanken machen, dass es mit Oberfranken schief gehen könnte, denn gemeinsam sind wir wirklich stark und das ist auch keine Plattitüde, es geht wirklich nur gemeinsam und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt noch gute Gespräche, fühlen Sie sich eingeladen und danach geht's raus, dann wird's richtig cool. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Applaus